So, willkommen zurück zu Dings hier, Jedi Survivor. Dem Spiel, wo ich mich unfassbar über den Octoboktor aufrege. Ich muss meine Schwertkonfiguration ändern. Ich muss wieder zurück zum einfachen Schwert. So, ich würde noch kurz zum Kopfgeldjäger latschen und gucken, was ich da abgeben kann bei dem Ding. Komm rein, setz dich an die Bar. Sind die alle da? Oder hat er schon wieder neue? Okay, wahrscheinlich kommen wir gar nicht mehr dazu, irgendwie noch zu Cordova zu fahren, wenn wir erstmal mit Leuten reden müssen. Wie findest du es hier? Ganz ordentlich. Durchaus Potenzial. Ja, nun, alles hat Potenzial, wenn man die Augen nur fest genug zukneift. Ist ja ein Was denkst du? Du verbringst hier ziemlich viel Zeit. Was ich denke? Lass es mich dir Punkt für Punkt zeigen. Oh. Dieser Ort verstößt gegen etwa 2 Dutzend grundlegende Geschäftspraktiken, setzt fröhlich auf falsche Werbeversprechen und ist voller Schimmel, den ich nicht zu untersuchen wage. Und dennoch... Hier gibt es Drinks und sie machen nicht zu, wenn die Bedlam Raiders uns einen Besuch abstatten. Das kann man von keinem anderen Laden auf diesem Felsen behaupten. Weil es wahrscheinlich auch keinen anderen Laden gibt. Wir sehen uns, Kerl. So, wer war sie hier nochmal? Tor? Nachdem ich diese Ruinen aus der Hohen Republik mit eigenen Augen gesehen habe, wie soll ich da an die Akademie zurückkehren? Solche Worte hätte ich von einer Historikerin nicht erwartet. Ich genauso wenig. Ursprünglich konnte ich es kaum erwarten, mich in einer Bibliothek einzuschließen. Wozu eine Ausgrabung besuchen, wenn du über 30 von ihnen lesen kannst, oder? Warum hast du dann beschlossen zu gehen? Es ist schwer zu beschreiben, aber je mehr ich lernte, desto mehr wollte ich mir die Hände schmutzig machen und das ausleben. Nicht nur an einem Terminal voller Kaffeeflecken darüber lesen, verstehst du? Seit wann haben Twi'lek nicht immer mal Ohren gehabt? Ich meine, die haben immer dieses komische Kopfband. Und ich habe nie nachgeschlagen, warum. Ich dachte immer, das hat was mit dem Kostüm zu tun. Du kennst das doch, Großer. Es gibt nur aber sie hat keine Ohren, sondern so einen komischen Dummel. Wie hört sie was? Gib ihm eine schlechte Hyperraumkarte und hoffe, dass seine Denkmurmel funktioniert. Da hast du recht. Ich wünschte, Geschäft freut sich, dass ihr beide das Paluns gefunden habt. Gut, gut, gut. Danke nochmal für die Einladung. Ich heiße übrigens Ashavi. Weiß ich. Ich bin Kerl. Das ist BD1. Mann, du hast mir nicht gesagt, was für eine Spelunke dieser Laden ist. Sorry. Dieser Saloon hat eine schlechte Akustik, seltsame Gäste und eine kaum funktionierende Toilette. Er Korrekt. Ist perfekt. Bin gespannt, was ihr drauf habt. Ich bin mir ziemlich sicher, Grease Jukebox ist älter als die Republik. Verstanden, Kerl. Wende dich an DDEC, wenn du was Spezielles hören willst. Mach ich. Danke. Ach, jetzt kann ich die Musik wechseln. Mr. Mockwell. Nehmen wir dieses Lied. Und Musik. Ich hätte gern den Katina-Song. Ich denke, dieses hier. Das Lied wird dir gefallen, Kumpel, das weiß ich. Versuchen wir es damit. Okay, hören wir zu. Bin ich besser, oder? Ja? Es gibt hier viele Prospektoren. Hast du schon mal versucht, Priorit abzubauen? Einmal. Ich fand es erhellend. Einige Prospektoren hatten mich zu einer Expedition eingeladen. Wir stiegen in die Minen hinab. Aber als ich ihnen den Rücken zukehrte, flohen sie. Sie haben dich setzen lassen? Toll. Ja. Ich ging allein, völlig ruhig durch die Dunkelheit und vertraute auf meine Intuition. Ich fand einen weiteren Ausgang. Und die Prospektoren? Tot. Goroko-Angriff. Hätte ich sie verfolgt, wäre ich auch gestorben. Das sollte uns eine Lektion sein. Gehe immer deinen eigenen Weg. Ja, super. Achso, jetzt kann ich laden. Redet sie jetzt eigentlich mit mir? Ja, das... Hab dein erstes Ziel gefunden. Anscheinend treibt sich ein Haxion-Stümper namens Kip Oster in der Baggerschlucht rum. Er versucht, seine Beute zu überraschen. Also sei vorsichtig. Danke für den Tipp. Dank mir, wenn du seinen Kopfgeldpuck abgibst. Aha. Kann ich mal mit dir reden? Hör zu, da wir jetzt Partner sind... Partner? Was? Geschäftspartner, beste Freunde, nenn es wie du willst. Jedenfalls ist unsere Beziehung eine Investition. Und wir haben größere Fische zu fangen als diese unfähigen. Ja, Fische, wir brauchen noch welche. Ich komme noch zu den Kopfgeldern. Aber wenn meine Freunde Ärger haben, hat das Vorrang. Diese Einstellung wird dich umbringen, Kerl. Aber irgendwie kann ich sie auch respektieren. Was kriege ich jetzt für die Puppe? Ich hab die Ware.
Ach so. Oder Fähigkeiten? Moment. Ein Upgrade für... Oh Moment, bei ihr gibt's Fähigkeiten? Warte, was ist das hier? Das ist einfach nur Stile für den scheiß Blaster. Wer braucht das denn? Auch hier Fähigkeiten? Klingt aber gut. Warte mal, warte mal. Halt L10 und dann immer in Beschichten B1-Druiden zu hacken und zu kontrollieren. Nutzlos. Hacken und dann Beschichten B2-Druiden. Richtig doll nutzlos. Machtdrücken und Beschichten Imperial-Subdruiden. Auch richtig nutzlos. So, fördert einen Blasterbot zum L10 und andere in dessen Nähe betäubt. Sehr nützlich, weil AOE. Achso, ich kann den Spezialschuss wechseln. Okay, aufgeladener Schuss Körper. Das ist langweilig. Halt denn das an den feuert einen Schlüsselgeland, das ist nicht für jeder ab und die ist. Ja, das ist so. Du musst zugeben, das ist nicht übel. Okay, das klingt tatsächlich ganz brauchbar. Yes. Fertig. Viel Glück damit. Hüte dich vor diesen Jägern, Kerl. Okay, gut. Das klingt tatsächlich nach etwas, was wir brauchen können. Es werden wirklich mehr Leute hier, ne? Hey, wir planen neue Energiekerne in den Dämmen der Baggerschlucht zu installieren. Vielleicht kriegen wir sie wieder zum Laufen. Gute Idee. Wer hat dir das beigebracht? Ein alter Freund von uns. Erstklassiger Ingenieur. Mit einem Gewinnerlächeln. Das hatte er. So einen kann man brauchen. Könnte man meinen. Aber er hat uns nach einem großen Coup unseren Anteil gekürzt. Grock hat den Behörden dann eventuell einen anonymen Tipp gegeben. Ja. Ah ja. Ziemlich hart, wenn er euch nur um ein paar Kredits gebracht hat. Er hat seine Finger in unseren Teil vom Kuchen gesteckt. Und unser Teil ist nicht verhandelbar. Zeig, siehst du deine Ohren? Einfach keine zweite Chance. Vor allem nicht die Gierigen. Er hat Baumstümpfer. Ich werde daran denken. Ah ja. Okay, ich glaube, ich habe jetzt keine Lust, mit jeder Person in dieser scheiß Bar zu reden. Wir sind fast durch, ne? Mosi? Er sieht sich. Also, hat nichts Neues mehr. Ist er noch? Weißt du viel darüber? Nur, was ich in Visionen gesehen habe. Klar, völlig normale Antwort. Wie sieht es in diesen Visionen aus? Oh, sie guckt aber auch sehr interessiert mit ihren Kopfdrehungen. Himmlisch. Nicht einfach eine Zuflucht, sondern eine Heimat. Das hört sich gut an. Ich denke, wir können dort viel Gutes tun. Konzentrieren wir uns erstmal aufs Hinkommen. Alles andere kann warten. Du hast recht. Es gibt... Warte. Ja, außer rein. So, na gut, dann reden wir, heben wir jetzt wahrscheinlich nochmal schnell zu der komischen Dingensbummens-Schlucht. Wo uns noch das Kopfgeld in der Baggerschlucht, weil da ist, glaube ich, nicht allzu viel Fläche. Da müssen wir so ein Kopfgeld ja recht schnell finden. Wenn es nicht übel der Abfuck wird, gegen diesen Kopfgeld zu kämpfen. Warte mal, wenn es noch jetzt so einfällt. Ich habe doch jetzt gelernt, mit diesem anderen Zeug umzugehen. So, die Tür kriege ich wahrscheinlich immer noch nicht auf. Nein, die ist immer noch rot. Das ist auch mal, ich darf eine Fähigkeit finden. Aber hier hinten war noch diese andere Hütte. Mit diesem schwarzen Zeug. Dann hinten ist auch schwarzes Zeug, ne? Ja, aber kann ich ja genau null machen, weil ich habe ja diesen Strahler nicht. Ich wüsste nicht, wo der herkommen soll. Hm. Naja, vielleicht haben wir das nicht ja noch irgendwie mit der Macht zu machen oder so. Spricht zumindest einiges für, weil das ja doch recht verteilt liegt, diese schwarze Suppe. Und es ist doch schon einige Orte gab, wo da, wo einfach nicht reingekommen sind. Ja, ich nehme mal an, stark, wir lernen das noch als Fähigkeiten. So, Schnellreise. Ich will zu der verdammten Baggerschlucht. Wo war die denn hier? Was ist das? Cliffpassage? Nekobecken. Pylons, Außenpisten, Flussbahn. Verlassener Damm. Ist das nicht die Baggerschlucht? Okay, bitte, habe ich auch keine Ahnung, wo ich eigentlich hin möchte, weil ich dachte, das. Ach nee, doch, das ist die Baggerschlucht. Gehen wir mal kurz hier. Okay, die Baggerschlucht ist. Ja, wenn denn eigentlich der verlassene Damm, das ist, glaube ich, der bessere Ort. Vielleicht sehen wir den Kopf, geht die gerne mal ausnahmsweise mal vorher. Könnte da eine Arena gewesen sein? Ne, ja, wir finden das schon. Selbst ein Grobian hat seinen Platz, oder? Du wirst uns zu einer besseren Zukunft helfen. Jedi-Waffe festgestellt! Ich bin echt, merke ich gerade nichts. Schön, dass die auch Rotter Rotter sagen. Oh, ich hab noch einen Schuss. Hier, der AOE ist eher so. Ich werde dich brechen. Und wie habe ich mit mehr AOE gerechnet? Das ist jetzt AOE. Das war jetzt irgendwie gerade so ein Mittel, ne? Das hat irgendwie. War eigentlich gar nichts, um ehrlich zu sein. So, gibt's hier noch? Könnte denn jetzt hier so ein Kopfgeldiger sein? Ja, jetzt schon lang rumrennen wollte ich jetzt eigentlich. Oh, ich hab sogar noch einen Fahrstuhl, den ich noch nicht benutze. Aber sie gibt es auf jeden Fall noch was zu holen.
Gab es die Streuminen? Die gab es die Viecher noch? Bräuchte ich eher mehr Schaden von der Pistole, oder? Das wäre noch. Vielleicht hier? Das müsste ja irgendwo sein, wo eine Plattform ist, ne? Kommen wir hier nicht hoch? Ja, es ist. Keine Mann zum Ranspringen. Hier komme ich aktuell gar nicht hoch, oder? Weil da ist ja. Ne, hier ist auch kein Greifpunkt. Also hier würde ich gar nicht mehr. Die Plattform springt auch. Naja, okay, sieht nicht. Naja, gut, ist ja auch erstmal ja. Ist ja wahrscheinlich hier schon mal nicht. Bams. So, da hat sich jetzt gerade mal jemand geteilt. Fällt gerade so auf, es ist extrem ärgerlich, dass das DJ Survivors keine Art von Instant-Heimkehr hat, ne? Hier mal gegen sich schon mal. Oh, das lässt sich nicht ab. So. Die bringen aber immerhin 10% Erfahrungspunkte. Das ist gar nicht so schlecht. Interessant, das Laserschwert hat eine Spiegelung, aber der Rest nicht. Okay, was ist denn? Oh, ich werde angerufen. Moment. So. Da bin ich hier immer ignoriert. Wir suchen immer diesen komischen Kopfhelljäger. Hier habe ich gerade die Ahnung, dass der wahrscheinlich direkt am ersten Wegpunkt ist, ne? Und nicht hier. Na, hier oder nicht? Oh nein, Rollminen. Ich sehe dich da drüben. Ja. Grüß euch. Hä? Das war gerade sehr erfolgreich. Jetzt können wir hier noch irgendwas tun? Da hinten gibt es nochmal Zeug. Wie kommen wir da? Achso, da sind wir mit so Fliegedinger. Ich glaube, ich habe schon wieder vorgegriffen, ne? Sind hier welche aber noch mit dem Fahrstuhl gefahren, ja, genau. Da hinten wäre nämlich wieder so ein komisches Vieh gewesen. Hier war so ein Erinnerungspunkt. Da vorne wäre nochmal einmal Stim. Aber da kommen wir so ohne weiteres nicht hin. Nee, ich vermute wirklich, dass wir zum anderen Weg kommen müssen. Weil da war ja ein großes Feld vor dem anderen Speicherpunkt, ne? Das ist eigentlich schon sehr viel wahrscheinlicher, als da der Kopf steht. Oder? Alter, wirklich jetzt. Willst du wirklich so anstrengend sein, du komisches Vieh? Also echt jetzt. Ja, ansonsten. Ja, ist ein bisschen schwierig, das ist so ein komischer Kopfkältiger. Was ist das denn? Das ist ein Tuch. Sarah, wie groß ist das? Das ist wie so eine Flugschwinge oder so. Aber eigentlich wollte ich noch wirklich noch zu Cordova fliegen. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt aber nicht anfange, das zu machen. Dann würde ich immer mal hier. Das ist. Nee, südliches Gebiet. Absturzstelle. Warum eigentlich immer noch Absturzstelle, das Ding heißt? Das ist doch gar nicht mehr abgestürzt. Hat sich doch schon lange geändert. Weiter geht's. Oh, da hinten war noch so eine Ecke, wo niemand war, ne? Krieg ich ja nicht. Ah, ich krieg von mir ziemlich Ausruhe. So, ist hier irgendwo ein verlaufener Kopfgeldjäger? Den Vieh können wir ja nicht fliegen. Eigentlich gibt es hier genau zwei Ecken, wo das wieder sein könnte. Dann wäre hier. Guck mal, warum ist das schon so ein Flugvieh, so ein Gleiter? Ja, gut, hier hätte halt sein können, ne? Irgendwie ist da so ein Schlag mit der Pistole bei in dieser Abfolge. Das ist irgendwie sehr komisch gemacht. Ja, wenn der hier nicht ist, dann habe ich echt keine Ahnung, wo der sein soll in der Baggerschlucht. Achso doch, bei dem großen Vieh könnte es noch sein. Dahinter war ja auch nochmal so eine Fläche. Ja, gut, aber keine Ahnung. Das. Wo hier ist ja auch noch wieder Orte. Ne? Was gab es hier noch? Ich denke gerade auf, dass es hier noch lauter so Ecken gibt, wo die ich schon wieder komplett vergessen habe, weil die halt ganz am Anfang des Spiels waren. Aber ich glaube, nee, an sich ist es hier ziemlich sinnlos, hier zu backtracken, weil das ist halt. Er war mit Einschuss tot. Die haben tatsächlich weniger Lebenspunkte, oder? Die Anfangsgegner. Weil der war ja gerade One-Shot. Mit dem schweren Schuss. Ich glaube, ich auf die kleinen Viecher auch einfach mit schweren Schuss schießen sollen. Ja, lass mich in Ruhe. Ne, okay, Kopfjäger. Keine Ahnung, wo der Typ sein will. Hier hilft zumindest auf jeden Fall nicht.
Nope, 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 nope. Ich vermisse ein bisschen Kobo-Stunt, fällt mir übrigens gerade so ein. Ich habe jetzt irgendwie sehr viel von Kobo gesehen. Echt jetzt? Ein bisschen lächerlich, oder? Okay, es bleibt weiterhin lächerlich. Gefällt mir. Okay, jetzt haben wir's. Immer noch kein Kopfkritiker. Wir auch ein bisschen mehr Platz. Kopfkritiker. Säule, 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 Säule. Wie ist denn hier weiter? Da hinten war ein großer Roboter. Kann ich die von hier aus beschießen? In meinem Visier. Ha. Sie demonstrieren Angst. Was? Mach ich? Sofort. Das ist so was dumm! Ist das wurde wieder unterbrochen! Von einem Schuss! Da musst du so drauf achten, dass es halt nicht... Du kannst so einen kompletten Dulli-Gegnern sterben, weil du nicht raffst, dass deine Regeneration unterbrochen wurde. Oh, das ist... Oh, was das ausgedacht hat. Fand ich auch so unnötig, ne? Hier ist das. Da oben sind die Kisten, haben wir auch schon. Welchen jetzt hier überhaupt? Die Stelle kann ich mich gerade gar nicht mehr erinnern. Ach so, wir sind quasi einmal jetzt hier den weiten Weg rum. Hier mit denen könnten wir das hier mit der Macht noch was tun, wenn wir die Macht hätten. Steckt immer noch fest, was? Wenn wir einen Weg finden, das anzuheben, kommen wir zurück. Ja, wenn ich einen Weg finde, das anzuheben, was in nächster Zeit wahrscheinlich eher nicht passieren wird, würde ich mal vermuten. Naja, jetzt mal wieder hier unten. Ja, wenn die hier ist, ganz recht. Jetzt sind wir auf jeden Fall einmal komplett rumgelaufen. Da hinten bräuchte man diese Flugzeuge, die wir halt nicht haben. Na, hier sind wir jetzt wieder bei den dreien. Hey, wir haben Besuch! Das ist machbar! Schaden innerhalb. Ich durchbohre dich! Ja, merke ich gerade nichts von. Es wirkt schon ein bisschen kaltblütig, wenn Ole Karl die Leute einfach mit seinem Blaster, dieser kleinen Handpistole, irgendwie komplett aus dem Leben nimmt und einfach abdrückt, die noch da so runterwirbelt mit. So, ist hier vielleicht noch ein Kopfgeldjäger? Was ist das hier noch? Hier ist wie ein Versumpfi hier noch. Weil das bringt ja irgendwie auch XP hier. Leider bringt es nichts, irgendwelche Sachen zu leveln. Okay, hier war noch die Erinnerung, die haben wir schon. Na, ja, sonst gibt es hier nichts. Das hat uns dieses komische Tuch. Das ist schön, dass ich noch Steine anheben kann. Für keinen erkennbaren Effekt. Ja, dann fliegen wir jetzt noch schnell nach Jeddah und machen das mit Cordova noch schnell fertig. Damit wir wissen, irgendwas haben, was wir berichten können. Weil... Okay, da unten war auch noch Gebiet. Es ist sehr wahrscheinlich, dass du zerstört wirst. Ich bin darauf programmiert, allen Erwartungen zu widersprechen. Ja, super, er ist darauf programmiert, den Erwartungen zu widersprechen. Vor allem zu widersprechen. Ich muss mich konzentrieren. Ja, Karl, konzentriere dich mal. Das ist bestimmt eine super Idee. Na gut, Schnellreise. Wo ist mein Raumschiff? Kann ich eigentlich. Ah ja. Ne, eingeschützte Passage? Kann ich direkt an Bord der Mantis laden? Ja, kann ich. Entschuldigung, letztes Mal bin ich ja in die Hütte gereist. Das war eigentlich kompletter Quatsch, ne? Ich hätte einfach auch so reisen können. So, auf nach Jeddah. Und hoffen, dass nicht irgendwas dumm schief geht. Ach, was soll schon schief gehen? Ich denke als nächstes... Ruckel, 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 ruckel. Fliegen wir nach Jeddah. Jeddah, hä? Kälte ist nichts für Lateros, weißt du? So richtig kalt sah es ehrlich gesagt nicht aus. Kann Cordova was mit der Tech anfangen, die Kerl gefunden hat? Machst ja, weißt du das schon? Cleverer als der Typ geht gar nicht.
Ich kann es kaum erwarten, Sia wiederzusehen. Ich schulde ihr viel. Sie hat mir die Kredits für das Pylons vorgestreckt. Wo hat sie denn Geld her? Wie viel schuldest du ihr, Grease? 2000 Kredits. Sowas um Aro. Ist das viel? Vielleicht koche ich Oma Pylons berühmte Kasserolle und sie vergisst das Ganze. Für 2000 Kredits muss das aber eine echt gute Kasserolle sein. Er hat ein Nullverhältnis dazu, wie viel 2000 Kredits sie jetzt ist, ne? Ich meine, ist das viel? Wie viel verdient man so in einer Woche in einem normalen Job? Oder ist es voll wenig? Ist es. Sind das so wie 2000 Euro? Also eher so, naja, halt so okay Mengen an Geld. Aber nicht, wofür meine Schulden geht. Also ich kann das halt null einschätzen, ne? Aber hey, wir landen jetzt mal direkt in der Dix-Plattform hier. Wir müssen nicht wieder durch die Wüste laufen. Das Imperium, den Luftverkehr überwacht. Ach, scheiße. Warum sollten die das tun? Kommst du nicht mit mir, Grease? Ich komme nach. Muss noch auf der Mantis bleiben und die Diagnostik prüfen. Wenn etwas repariert werden muss, werden dir die Anachoreten sicher gerne helfen. Oh nein, danke. Ich will diese Spinner nicht auf meinem Schiff haben. Nett. Weil gerade meint er, er kann es nicht erwarten, es hier zu sehen. Jetzt auf einmal, ja, ich mach mal kurz nochmal Wartung und Instandsetzung, dann sehen wir weiter. Ziemlich widerstandsfähig, die Rüstung eigentlich gegen Blasterschüsse. Da bist du gegen Lichtschwertschläge. Oh nein, dieses komische Schloss wieder. Wie auch immer sich das ausgedacht hat. Das steht so richtig total unnötig. Rhea ist schon hier. Das ist ja schön. Stimmt, aber woher wissen wir, dass es sicher ist? Wir können es nicht wissen. Die Ressourcen des Netzwerkes sind dünn gesät. Und einige örtliche Anführer sind nicht bereit, die Risiken zu akzeptieren. Wie können wir sie überzeugen? Viele fürchten, dass sie durch das Aufnehmen von Flüchtlingen ins Visier genommen werden. Cal, du bist zurück. Hast du irgendwas gefunden? Ich denke schon. Gut, das hört Cordova sicher gern. Gute Reise, Cal. Wie kam es dazu, dass ihr und die Anachoreten dieses Archiv gebaut habt? Wir begannen unsere Arbeit in der heiligen Stadt Nijeda und bewahrten alles, was wir von der alten Jedi-Tradition finden konnten. Klingt nach einem gefährlichen Ort, um verbotene Lehren zu sammeln. Zu gefährlich. Nach einer knappen Begegnung mit dem Imperium überredete ich die Narkis, hierher umzusiedeln. Wir fanden dieses verlassene Kloster und errichteten alles, was du jetzt siehst. Ich kann nicht glauben, dass ihr das alles in nur wenigen Jahren geschafft habt. Es war harte Arbeit. Aber sobald mir meine Berufung klar war, musste ich ihr folgen. Und das habt ihr getan. Es hat wehgetan, als ihr gegangen seid. Als hättet ihr uns mitten im Kampf im Stich gelassen. Ich weiß. Dabei wolltet ihr den Orden wiederherstellen. Das Verlorene neu aufbauen. Der Kampf war nie euer Ziel. Bist du sicher, dass er deines ist? Du kannst dich gern im Archiv umsehen. Ein außergewöhnliches Gerät. Das hier ist womöglich ein Duplikat. Beide wurden beschädigt durch Lichtschwerter. Ich weiß nicht. Diesmal. Hätte ich auch nicht gedacht, hm? Könnte sie reparieren? Ich weiß es nicht. Doch ich werde es versuchen. Meisterin Janda, das Imperium nähert sich der Pilgerzuflucht. Ein Stoßtrupp? Nein, ein Ausgrabungsteam. Gut, dann wissen Sie nichts von dem Unterschlupf. Noch nicht. Unterschlupf? Versteckt in den Ruinen. Hat die Evakuierung begonnen? Ist bereits im Gange. Aber Bruder Amias antwortet nicht. Amias hat die Kommunikationscodes. Wenn sie ihn ergreifen, könnte der gesamte versteckte Pfad in Gefahr geraten. Ich kenne die Ruinen. Ich gehe. Ich komme mit. Boat? Ich bleibe lieber hier. Mache mich nützlich. Ich könnte einen Assistenten gebrauchen. Bringt Amias zurück. Machen wir. Und keine Heldentaten. Mit ihm hier? Kann ich nicht versprechen. Ich schätze, sie hat dich gemeint. Ist das Versteck weg? Nein. Aber wir brauchen einen Spamel, um hinzukommen. Sie sammeln sich in der Nähe der Basis. Folge mir. Sie brauchen ein Spamel, weil wir natürlich keine Gleiter haben oder andere Technik, wie normale Leute durch diese Wüste reiten. Okay. Mehr Sachen, die mich zum Stöhnen bringen beim nächsten Mal. In diesem Spiel. Wir sollten nicht trödeln. Ciao. Das Imperium bedroht die Pilgerzuflucht. Ja, wir trödeln eine ganze Woche.